Das war ein Kill. So. Dann. Wow. Dann gehen wir jetzt dann mal hin, wo wir hin müssen, eigentlich. War ich da eigentlich nicht gerade drin? Nee, ich war im Haus daneben. Wow. Okay. Erstmal cool. Ich habe ein paar C4-Ladungen gefunden. Kümmere mich jetzt um die Luftabwehr. Okay. Okay, okay. Dürfte mal behaupten. C4. Fangen wir mal mit dem da an, oder? Nee, das ist... Wir fangen mal mit dem da hin weitesten, am entfernten an. Weil da müssen wir so und so hin. Also bleibt es wurscht. Oh, jetzt wird das C4 nass. Kein Problem, das geht dann noch schon an. Wie er damit rumläuft, wie behindert. Er hält den Knopf hin, obwohl er das C4 in der Hand hat. Geht doch schon. Pff. Idiot. Wie ist eigentlich mein Puls im Moment? 202, okay. So. Wow. Sorry. Die erste ist erledigt. Bleiben noch zwei. Braucht man nur ein C4-Backer? Ja, okay, bei Call of Duty 4 reicht auch ein Teil. Oh, sprint doch mal. Ein bisschen schneller. Oh, das andere ist 500 noch was entfernt, der leckt mich doch. So. Jetzt hat er das C4 schon mal weggepackt und doch nicht. Oh, da ist. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ah, damit habe ich es nicht geändert. Okay, ja, ich hab's verstanden. Das sind noch ein paar Gegner. Okay, danke. F5. Was geht denn? Probleme? Ich glaube, die kommen dann von hinten. Ja, jetzt lassen wir jetzt mal da. So, wo bist du? Okay, und da oben steht noch einer, den können wir mit dem Scharfschützengewehr ausschalten. Sehr schön. So, jetzt bleibt eh nur noch einer übrig. Und den würde ich ganz gerne mit dem Wurfmesser ausschalten. Oha. Naja, vielleicht geben wir uns erst nochmal ein bisschen Entdeckung und machen das Ganze dann mit dem Headshot. Zack. Sehr schön. Zack. Und irgendwo habe ich da hinten mein Wurfmesser geworfen, aber ist jetzt eh wurscht. So, F5 nochmal. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe hier ein bisschen zu spät gesehen, dass hier noch ein paar Gegner sind. Aber selbstverständlich muss man damit eigentlich immer rechnen und das war eindeutig ein Fehler von mir. Ja, ja. Das sehe ich auch nicht ein, aber es ist so. Flup. Schön geworfen und 360. Fump. Nummer 2 ist Geschichte. Fehlt noch einer. Ja, das. Wow. Zählen hast du ja auch anscheinend gelernt. Nicht bloß Leute töten. Wow, wow, wow. Haha, scheiße. Jetzt habe ich nur noch eine. Ich hoffe, ich brauche nicht dann für den letzten zwei. Sonst hätte ich ein Problem. Was ist denn das?
Die MD. Ja, das ist das behinderte Teil da. Okay, F5. Ich hätte natürlich auch nochmal da vorne speichern können und hätte ich das 2C4-Packerl nicht verschwendet, aber natürlich wird mich jetzt sehr aufregen, wenn wir dann da vorne sind. Und wir dann sozusagen eigentlich doch noch 2C4-Päckchen gebraucht hätten. Aber solange das nicht der Fall ist, kämpfen wir uns einfach mal hier locker flockig durch. Und ich speichere auch immer, weil ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass wir mit einem C4-Päckchen zurechtkommen. Und hier sieht es so aus, als wären die Steine durch das Holz gewachsen. So ungefähr. Was zum Henker? Wie sollen die Bittende da hochkommen? Das geht einfach gar nicht, ja? Ich meine, okay, mit dem Jeep. Ja, ach komm. Designt eure Spiele mal ein bisschen besser hier. Auch wenn das Spiel noch nicht so, ja. Schon, ja, keine Ahnung. Ist es nicht ähnlich gleichzeitig rausgekommen mit MW2? Habe ich immer irgendwie so das Gefühl gehabt. Aber das weiß ich natürlich auch nicht genau. Ja. F6. Ich würde mal sagen, wir müssen da ein bisschen anders vorgehen. Zack. Und gleich daneben war, glaube ich, noch einer. Aber da war doch noch einer, oder? Ich dachte, ich hätte vorher 3 gezählt. Aber ich sehe da vorne schon ein feindliches Geheimnis. So. Und weiter geht's. Da gehe ich lieber nicht lang, weil hier ist da wieder so ein bescheuerter Bug. Was ich ihnen durchaus zutrauen würde. So, erstmal die Gegend analysieren. Aber sie haben mich fast entdeckt, das heißt, ich muss noch mal kurz ein bisschen in der Gegend wickert. Hallo? Kann ich da hoch? Nein. Was für ein Schwachsinn! 6. Sollen wir einfach loslegen? Na. Ich fange vorne an, das wird das Beste sein. Ja, davor will ich nochmal einen Huhn töten. Aber nicht mit C4. Zack. Okay. Machen wir nochmal kurz F5. Und da werde ich gesehen. Zack. Flup. Zack. Zack. Machen wir es einfach so. F5. Okay, der hockt da dran. Zack! Fump! Das war, glaube ich, ein bisschen laut, aber egal. Ich muss ja hier die Stimmung richtig rüberbringen. Ficken, ich will einen Headshot. Ich will da einen Headshot, dass das klar ist. Also brauche ich meinen roten Punkt, genau. Ach komm, dann will ich halt kein Headshot. Das war für mich ein Headshot, auch wenn die Kugellaufbahn nicht geflogen ist. Die Kugellaufbahn nicht geflogen ist auch geil, oder? Wenn man die Kugel nicht verfolgen konnte. Das war dafür ein Headshot.
Und auch kein wirklich schlechter. So. Das letzte Artillerie-Dingsens. Zack. Dum 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 dum. Fupp. Razor 6-4 ruft Mother 2, kommen. Der Luftraum ist sicher, der Hubschrauber kann kommen. Rücke jetzt zur Landezone vor. Bestätigt. Geben Sie Bescheid, wenn wir den Hubschrauber reinschicken sollen. Muss ich jetzt den ganzen... Boah, ich hab doch nicht alle Taschen... Ich hab doch nicht alle Taschen im Schrank. Gut, gehen wir wieder zurück. Wehe, mir lauen jetzt irgendwo Gegner auf. Das wäre ja echt mal wieder so typisch Spiele-Dingsens, aber halt wieder total unlogisch. Wenn jetzt vielleicht viele sagen, so ist doch hier das Spiel. Unlogisch. Ja, durchaus manchmal. Okay. Bleibt nicht mal stecken. Wurfmesser finde ich sehen schon ganz okay aus. So, jetzt müssen wir da hoch. Also auf geht's, ab geht's. Das sieht aus, als wäre ausrangiert worden. Und ich bin sowas wie ein Berserker. Ich laufe mit dem Messer auf euch zu. So, wie komme ich? Nein. F6. Muss ich vielleicht doch in die Richtung? Oder kann ich darüber? Es sieht schon mal nicht so aus. Ich probiere jetzt erstmal mit darüber gehen. Ist natürlich im Moment aktuell immer ein schöner, nur nicht mehr Laufweg. Vorher sieht so aus, als würde es rübergehen. Oder waren wir da nicht gerade? Ach, sehen wir ja dann gleich. Ja, schnauf nicht, lauf weiter. Hey, wie komme ich denn da hin? Da, vielleicht. Bisschen Abkühlung. Was machen da auf einmal zwei Feinde wieder? So, bevor ich sterb. Jetzt. Gib mir meine Frame zurück. Gib mir mein behindertes Dingsens zurück. Dankeschön. Und weiter geht's. Hoffentlich gibt es da keine Krokodile, die uns auffressen. Hätte ich Angst davor. Aber es scheint nicht so.